träume halt davon, dass ich halt später so mal eigenes Geld habe und dass ich nicht immer mir alles bezahlen lassen muss. Da ich halt einen guten Job habe, eine schöne Familie und da ich das halt meinen Kindern später halt alles ersparen kann, so wie es mir halt geht. Und sich auch alles von seinen Freunden leihen, bezahlen und sonst was müssen. So wie ich halt jetzt. Angelina achtet sehr darauf, dass keiner ihre Armut sieht. Kleidung bekommt sie von Verwandten und Nachbarn geschenkt. Aber Pizzeria, tanzen gehen oder wie heute Abend einen Kinobesuch, so etwas kann sie sich nicht leisten. Es sei denn, ihre Freunde laden sie ein. Hast wohl verloren, ne? Schenken können wir nicht. Nee, das ist eher so ein beschämendes Gefühl, sowas. Warum? Dass man sich immer einladen lassen muss und sowas, dass man halt nicht selber ins Kino gehen kann. Ja, also manchmal sitze ich dann halt zu Hause am Wochenende und so und weiß halt, dass sie im Kino sind. Aber ich wollte das halt einfach dann nicht annehmen, weil es dann schon wieder zu oft geworden ist, dass sie mich halt eingeladen haben und sowas. Ich nehme das zwar immer so gerne an, aber nicht jedes Wochenende. Vielleicht so alle 2 Monate mal sage ich, ja okay, dann komme ich mal mit, aber nicht so oft halt. Angelina wohnt in der Nähe von Köln. Jeden Mittwoch trägt die ganze Familie Zeitungen aus. Vorher müssen die unterschiedlichen Werbebroschüren noch einsortiert werden. Angelinas Mutter ist wegen einer schmerzhaften Nerven- und Knochenkrankheit zu 100% erwerbsunfähig. Der Vater war lange als Malergeselle angestellt, bis die Firma vor 10 Jahren pleite ging. Seitdem sucht er eine neue Anstellung, bisher ohne Erfolg. Die 7-köpfige Familie verfügt über 600 Euro im Monat für Essen, Medikamente, Telefon, Kleidung. Zeitungen austragen bringt nochmal 150 Euro im Monat. Geld, das sie dringend brauchen, auch wenn es Überwindung kostet. Ich mag das nicht. Also mir ist das in dem Moment, also in meinem Kopf, ich sage zwar immer, mir ist das alles egal, aber ganz tief drin denke ich mir so, oh nee, ich muss jetzt wirklich da raus, mich könnte ja irgendeiner ansprechen und nee. Also ich mag das überhaupt nicht, da rauszugehen. Du bist ein fleißiges Mädchen. Was du machst, ist absolut ehrbar. Jeder Job ist besser als gar kein Job. Du tust doch was. Du gehst bei Wind und Wetter, bei Eis und bei Schnee. Du machst es. Oh, du klagst eigentlich nie. Du brauchst dich gar nicht zu schämen. Natürlich. Nee, das ist total ehrbar. Wir machen es auch. Ich finde es auch nicht schön. Trotzdem. Es ist ein ehrbarer Job. So. Äpfel pflücken, Laubbrechen. In Solingen treffen wir Thiago und Luciano. Obwohl ihre Eltern Arbeit haben, lebt die Familie knapp über dem Existenzminimum. Ihre Armut soll keiner merken. Deshalb achten die beiden Brüder besonders auf ihr Äußeres. Mit Haarwachs und Kleidung aus Niedrigpreisläden. Unsere Eltern können uns halt nicht immer einfach mal so Geld geben. Das geht halt nicht einfach so mal. Ein Fünfer geben, das geht halt meistens nicht. Ja, hier im Schrebergarten. Sie haben sich einen hoffnungsvollen Plan ausgedacht. Im benachbarten Schrebergarten wollen die beiden sich ein paar Euro verdienen. Hallo. Entschuldigung, wir wollten fragen, ob wir hier im Garten helfen könnten für ein kleines Taschengeld. Nee, also das brauchen wir nicht. Das schaffe ich noch selber. Okay, ich sehe keinen. Ich auch nicht. Hallo, wir wollten fragen, ob wir ihm im Garten helfen könnten für ein bisschen Taschengeld. Im Moment nicht, ich habe meinen Garten verkauft. Aber trotzdem danke. In den Schrebergärten ist heute wenig los. Aber Luciano und Thiago geben nicht auf. Also ich erhoffe mir halt, dass wenn ich hier durch den Schrebergarten gehe und dann ein paar Äpfel pflücke oder Rasen mähe, dass ich halt 2 oder 3 Euro mit nach Hause nehmen kann. Ja, und dann halt öfters was mit meinen Freunden machen kann. Und vielleicht kann ich mir dann ja auch teurere Markenschuhe als sonst, die Schuhe, die ich bekomme, holen kann, wenn ich mir was erspart habe. Und ich hoffe, dass ich öfters dann auch mit meinen Freunden wohin gehen kann, Eis essen und so, halt was man machen kann. Am späten Nachmittag ziehen sie nochmals los.
diesmal mit mehr Glück. Wir sind zwei Brüder und wir wollten fragen, ob wir bei ihm im Garten irgendwie helfen könnten für ein kleines Taschengeld. Hast du eine Telefonnummer? Ja. Wie alt seid ihr denn? Also ich bin 11 und er ist 10. Aha. Und was wollt ihr hier machen? Ja, Rasenmähen könnten wir. Laubreichen? Ja, da müsste jetzt ein großer Wind kommen, damit viel Laub runterkommt. Ja. Ja, aber wir können das mal versuchen. Schreibst du mir mal den Namen und die Telefonnummer auf? Mein Nachnamen? Ja. Okay. Ich rufe euch auf jeden Fall an. Okay, danke. Gut. Okay. Okay. Dann tschüss zusammen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Die ganze Familie auf Zeitungstour. Welche Hausnummer? Weiß ich ja nicht. Was hat denn drauf? Angelina ist mit ihrer Schwester Victoria unterwegs. Ihre Route führt sie durch ein wohlhabendes Viertel. Hier leben Kinder, die keine Zeitungen austragen müssen. Obwohl heute niemand auf der Straße ist, fühlt Angelina sich beobachtet. Aber einfach hinzuschmeißen, das ist nicht ihre Art. Ja, so dass man halt etwas da trotzdem macht, so. Und nicht so wie andere so denken, ja gut, ich gehe jetzt einfach nicht arbeiten, weil ich kriege ja Geld vom Amt. Ja. Und das, nee, das, oh. Ich möchte nicht für die später, wenn ich arbeiten gehe, nicht, möchte ich nicht vom Staat abhängig sein, nein. Thiagos und Lucianos Familie in Solingen bekommt kein Hartz IV. Ihr Einkommen liegt knapp über der Bemessungsgrenze. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit hat der Vater endlich einen Job als Kurierfahrer gefunden. Damit er rechtzeitig zum Dienst kommt, gibt es das Abendessen immer schon früh. Für 9 Euro pro Stunde fährt er die ganze Nacht durch. Dann schläft er bis 14 Uhr. Um 17 Uhr muss er wieder los. Ein Familienleben findet nur am Wochenende statt. Ciao. Sorry. Benehmt euch, ne? Immer. Das kann man nicht leiden, ne? Und wenn euch noch was einfällt, was ihr morgen essen wollt, sagt Bescheid. Ja? Tschüss. Okay. Tschüss. Großeinkauf mit den 3 Kindern. Thiagos und Lucianos Mutter arbeitet als Erzieherin in einer Grundschule. Zusammen mit dem Gehalt ihres Lebensgefährten verbleiben ihnen mit dem Kindergeld rund 890 Euro im Monat. Für Essen, Medikamente, Kleidung. Für Freizeit bleibt wenig übrig. Deshalb gibt es beim Einkauf auch nur, was günstig und notwendig ist. Also es gab mal eine Situation, da hatten wir schon eine Tüte Gummibärchen drin und dann wollte ich halt noch eine Zeitschrift, aber meine Mutter hat gesagt, nur eins. Und dann bin ich halt ein paar Gänge weitergegangen und habe ein bisschen geweint. Und ich war dann sauer, weil ich halt beides haben wollte. Kann ich bitte meine Zeitung haben? Ich hatte die letzte schon. Wir müssen wirklich gleich gucken, bitte. Ja? Ach, guck mal, schon Weihnachtssachen. Oh, Luciano, aber doch nicht hier 2 Stück. Aber doch nicht. Erstmal nie keine Weihnachtsschokolade und so viele. Nee, Thiago, hallo. Hör mal, Nikolaus ist doch noch nicht. Und guck mal hier, die kosten 1,99. Die kosten 60 Cent weniger. Was würden wir dann eher nehmen? Aber davon kommt da jetzt gar nichts in Frage. Ja? Wir gucken gleich, bitte. Komm, wir einigen uns drauf, dass wir gleich gucken, ja? Die kosten 1,99. Ja, wir müssen halt wirklich schauen, dass wir bei jedem Produkt gucken, auch. Dass wir in einem Limit bleiben und es nicht jetzt mal 20, 30 Cent teurer ist. Für die Kinder hört sich das immer wenig an, ist doch nur. Aber für uns umgerechnet dann wiederum macht es nachher vielleicht die 5 Euro aus, ne, wenn man überall wieder was dazu rechnet. Und dann muss man wieder die Einsparung an einer anderen Stelle machen und das ist immer schwierig. Angelina geht mit ihrer Freundin in Köln bummeln. Ihre Jacke hat sie vor Jahren von Nachbarn geschenkt bekommen. Sie würde sich so gerne einen neuen, schicken Mantel kaufen. Was meinst du denn? Na, von der Farbe her ist der ganz gut. Der passt auch zu deinen Haaren. Ja. Dreh dich mal. Nochmal drehen. Ist doch gut. Ah, der kostet 79 Euro. Ich würde sagen, dass wir den hier lassen.
Natürlich versteht Angelina mit ihren 17 Jahren, dass für einen neuen Mantel kein Geld da ist. Hängst du den kurz weg? Mhm. Schwer fällt der Verzicht trotzdem. Schade. Sobald die Verkäufer kommen und mich dann halt fragen, so von wegen, ja, soll ich ihnen helfen und sowas, frage ich erstmal, ja, wie viel kostet das und sowas. Und dann sagen die das halt und wenn es mir zu teuer ist, dann sage ich, ja, ich muss mal kurz zur Bank und das Geld holen, dann gehe ich da gar nicht mehr rein. Ja, weil es peinlich ist. Bei Angelina zu Hause wird eine Essensspende gebracht. Guten Morgen, hallo. Zweimal die Woche liefert die Tafel an die siebenköpfige Hartz-IV-Familie. Tschüss. Es begann vor 10 Jahren, als Angelinas Vater arbeitslos wurde. Davor. Die Mutter, die damals noch nicht krank war, musste sich um ihre 5 kleinen Kinder kümmern und konnte nicht arbeiten. Mit der Zeit schwand jede Hoffnung, dass der Vater wieder eine Anstellung finden würde. Salat. Ja, also das ist schon ein Segen, dass die Sachen von der Tafel kommen, gar keine Frage. Das hilft einem auch weiter, weil die Tafel kommt ja zweimal die Woche. Aber ich muss auch dazu sagen, es sind viele Sachen dabei, die schon über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber sind. Oder auch schon verschimmelt oder auch nicht mehr essbar. Aber verzichten auf die Kiste von der Tafel könnten Sie nicht? Nein, nein. Sie freuen sich auch immer. Also wie gesagt, jetzt sind ja 2 Joghurt und 2 Kakao gekommen. Und dann kloppen sich 5 Kinder um 2 Puddings oder um 2 Kakao. Bei uns ist das so, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Und mit dem Versprechen uns gegenüber, den anderen Kindern nicht zu erzählen, dass die Tafel 2 Pudding gebracht hat. Sonst gibt es echt Krise, ne? Also ich finde, dass Sie das noch mit einem Lächeln erzählen können. Also wenn Sie den Humor verlieren, dann haben Sie verloren. Also wenn Humor und Spaß verloren geht, haben sie verloren. Ist einfach so. Ich habe dann so, ehrlich gesagt, so meine Heulflash, so von wegen, alles scheiße, so wie jetzt. Das ist die Situation. Man kann schlecht darüber reden, aber ja, den Humor einfach nicht verlieren. Ist einfach so, ne? Die Situation wir ist haben so, doch man schon muss so damit lange leben. Man kann anders gar nicht. Das mal, du. Man kann ja nicht anders. Es ist so. Man muss es entweder akzeptieren oder mir geht zugrunde. Ich habe ja immer so einen Standardsatz, ne, wenn wir mal wieder Geld haben. Das ist, ne, das ist immer mein Satz. Ne? Wenn Satz wir mal wieder Geld haben, dann bekommt ihr das. Im Prinzip ist das ja eigentlich auch eine Lüge. Ne? Das ist auch eine Lüge, genau. Ja, eigentlich ist das so die einzige Geld Lüge, hat die wir immer bringen. Geht wenn wir nicht wieder Geld haben. Ich meine es ja ehrlich, aber ich weiß auch, dass ich das gar nicht leisten kann. Aber was sollen sie den Kindern denn sagen? Da kannst du irgendwie noch. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind schwierig geworden, weil nicht mehr normal gekocht werden kann. Seit einiger Zeit leidet Angelina unter Laktoseintoleranz. Von Milchprodukten bekommt sie starke, stechende Bauchschmerzen. Deshalb braucht sie unbedingt laktosefreie Lebensmittel und Tabletten. Aber die sind teuer, rund 100 Euro im Monat. Vom Amt werden diese Kosten nicht erstattet. Mama, ich habe wieder Bauchweh. Ja, da ist schon. Ist auch mit laktosefreier Milch, ne? Hast du gemacht? Und da hinten ist schon keine Milch drin. Da ist nur normale Rahm im Spinat. Nein, da ist Sahne drin. Du musst aber 2 Klicks machen. Ja, aber ich habe ja schon meine Tabletten genommen. Okay. Jo, dann werden wir ganz schnell. Okay. Und ich weine den Ausschuss bitte nicht weinen. So stark. Oh, Schatz. Ja, ich weiß nicht, wovon. Müssen wir abwaschen. Ach du meine Güte. Ja, das geht jetzt direkt in den Darm. Sie weint wieder so. Ja, ich kann ihr auch nicht helfen. Kannst du eine Teilöffel. Es wird dauern, bis die Schmerzen nachlassen. Aber das kennt Angelina schon. Ich habe sehr ein schlechtes Gewissen, weil also durch meine Laktoseintoleranz muss ich halt Tabletten nehmen. Die kosten im Schnitt so 50 bis 60 Euro. Aber das ist halt nicht alles. Ich brauche laktosefreie Milch, Käse und alles andere. Und das sind dann halt wahrscheinlich bestimmt 100 Euro zusammen, allein nur in einem Monat. Und das fehlt meinen Eltern wieder woanders. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen und wir brauchen ja dringend eine Waschmaschine. Man merkt das schon, die 100 Euro im Monat, dass sie fehlen. Jetzt kommen wir wieder in Tränen. Kannst du dich noch an die Geigerin erinnern? Auch wenn Angelinas Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, für ihre Kinder versucht sie immer da zu sein. Heute ist Hanna dran.
Die Elfjährige träumt von einer Geige, seit sie im Fernsehen ein Konzert gesehen hat. Einige Male standen Mutter und Tochter schon vor diesem Schaufenster. Jetzt darf Hanna endlich eine Geige ausprobieren. Eine pinke. Oh ja, die ist schön. So, von oben fassen. Ja, genau. Du hast es ja noch nie gemacht. Und mit diesem Bogen würdest du jetzt, ne, über die Seiten schreiben. Na, probier mal selber. Ja. Das hört sich schon gut an. Hört sich gut an, ne? Und wie findest du das? Gut. Gut? Dann mach mal. Spiel uns ein Lied. Okay. Was kostet so eine Geige eigentlich? Also das Geigenset kostet jetzt inklusive Koffer und Bogen 279 Euro. Sie können aber, da Ihre Tochter erst eine kleinere Größe hat, auch erstmal das Mietsystem. Es gibt ein Mietsystem, da kostet die monatliche Miete 12 Euro im Monat für das komplette Set. Ja. Und davon werden 6 Euro bei späterem Kauf angerechnet. Also Sie sparen quasi 6 Euro pro Monat. Alles klar. Hast du ganz toll gemacht. Ja. Bist du auch stolz auf dich? Ja. 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 Was war denn das Schönste? Spielen darf. Oh, es tut mir leid, aber die ist so teuer. Bist du traurig, Hanna? Ja. Die kostet über 300 Euro oder an die 300 Euro. Ne? Auch wenn ich die mieten würde, das funktioniert nicht. Also ich denke nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt. Also mir fällt jetzt nichts ein. Also selbst wenn Sie, der Mann hat ja gesagt, man kann für 12 Euro die Geige mieten. Das hört sich im ersten Moment gut an. Das können Sie vielleicht auch machen, wenn Sie ein Kind haben oder so. Das können Sie sich irgendwo vom Mund absparen, die 12 Euro, in der Hoffnung, dass auch an der Geige nichts drankommt. Und vielleicht auch noch irgendwo Musikunterricht nehmen. Aber bei 5 Kindern mit 5 verschiedenen Wünschen, mit so einem kleinen Budget, eher unwahrscheinlich. Sie können nicht dran teilnehmen. Sie können nicht am normalen Leben teilnehmen. Das war 5 Minuten Normalität, 5 Minuten Wunscherfüllung und zurück in unsere Realität. Mit Enttäuschung hat sie gelernt zu leben. Nicht weinen, ne? Thiago und Luciano haben ein Hobby, das die Eltern finanziell nicht belastet. Die Arbeiterwohlfahrt in Solingen bietet Boxen an. Umsonst. Trainer Uwe Dittenning unterrichtet hier ehrenamtlich. Für Thiago und Luciano ist Boxen eine gute Gelegenheit, mit anderen Jungs Sport zu machen. Die meisten ihrer Schulfreunde haben gleich mehrere teure Hobbys, bei denen die Brüder nicht mithalten können. Kürzlich wurden gute Spieler für eine neue Fußballgruppe gesucht. 120 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Alle haben gesagt, ich soll halt mitmachen bei Fußball, bei der AG. Nur halt, ich habe gesagt, nee, ich kann nicht. Und weil das, also ich habe jetzt nicht direkt gesagt, das Geld fehlt mir dazu, sondern ich habe gesagt, Fußball macht mir keinen Spaß. Ich habe halt irgendeine Ausrede gesucht, dass die jetzt nicht denken, oh mein Gott, ist der arm und so. Sich wegen der Armut nicht schämen oder lügen müssen und sich ein paar Wünsche erfüllen, das wär's. Thiago und Luciano haben Glück. Denn einige Tage später ruft die Dame aus dem Schrebergarten an. Okay. Wer möchte was machen? Also hier der Weg muss gekehrt werden. Ich mach hier. Und da hinten das Laub. Machst du das? Ja, mach ich dann. Gut, dann nimmst du den und du nimmst das. Laub da machen. Ja, alles klar? Jo. So, dann sage ich euch Dankeschön. Danke. Eine Kleinigkeit für euch. Holt euch was dafür. Danke. Und wie ist das? Habt ihr Lust, dann nochmal wieder zu kommen? Ja. Gut, dann rufe ich euch an. Okay. Ja. Mhm. Tschüss zusammen. Tschüss. Angelina hat einen Traum, der unbezahlbar ist. Sie möchte so gerne reiten. Genauso wichtig ist es ihr aber, den Führerschein zu machen.
Das geht nur, wenn sie neben der Schule einen 400-Euro-Job findet. Wie viel darf sie in einem Hartz-IV-Haushalt eigentlich dazu verdienen? Sozialarbeiter Jürgen Hein berät sie. Wenn ich jetzt arbeiten gehe, ob ich das Geld halt behalten darf oder ob mir das halt abgezogen wird. Die Schwierigkeit, Angelina, besteht, das weißt du auch von deinen Eltern, dass du nur eine ganz bestimmte Summe an Geld dazu verdienen darfst, ohne dass es dir nachher von deinen Leistungen, SGB-II-Leistungen, abgezogen wird. Das sind 100 Euro im Monat, die du dazu verdienen darfst. Und zwar über das ganze Jahr, das sind dann 1200 Euro. Die werden dir nicht abgezogen, aber jeder weitere Euro, den du dann verdienst, wird dir sofort abgezogen. Wird das eigentlich meinen Eltern oder mir abgezogen, also wenn ich über den 100 Euro liege? Es wird natürlich bei deiner Berechnung abgezogen. Aber letztendlich schlägt sich das nieder, auch bei deinen Eltern, dass nämlich da mit einem Male weniger auf deinem AGE-Konto ist. Also gehe ich dann sozusagen umsonst arbeiten, weil ja meinen Eltern das abgezogen wird? Ja, ganz umsonst ja nicht, Angelina. 100 Euro werden dir jetzt... Ja, aber ich muss das ja meinen Eltern dann geben, wenn denen das dann halt fehlt. Also gehe ich ja sozusagen umsonst arbeiten. 100 Euro kriegst du ja erstmal so. Ja, aber heutzutage braucht man ja auch einen Führerschein, so zu den Ausbildungsplätzen und alles zu bekommen. Zug und Bus ist ja nicht so gefragt heutzutage mehr so. Ja. Ja, haben Sie einen Führerschein? Nee, ich fahre nur mit Zug und so. Da gucken die auch schon so, und sowas. Vielleicht hast du ja auch eine AGE-Mitarbeiterin oder einen AGE-Mitarbeiter, der sagt, also ich habe den Entscheidungsspielraum unter Umständen dir genehmigen zu dürfen, dass du etwas mehr verdienst, damit du eben diesen Führerschein machen kannst. Ja, ich war die Tage ja da. Also ich hatte schon einen Termin. Und da hat die mir nur so einen, also ich habe dir das dann auch erzählt, wegen dem Führerschein und Ausbildung und so. Da hat die mir nur so einen komischen Mobilpass gegeben, womit ich dann die Tickets billiger bekomme. Ja, das ist, soll ich mal deutsch sagen, Verarschung. So, macht ihr beide das? Ja. Danke dir. Angelina wird den Führerschein erstmal verschieben und alle Zeit und Kraft in die Schule investieren. Aber durch einen glücklichen Zufall hat sich ihr anderer Herzenswunsch erfüllt. Sie kann jetzt reiten. Eine Bekannte hat Angelina einen Tauschhandel angeboten. Zuerst eine Stunde Kinder beaufsichtigen, danach selbst aufs Pferd. Angelina erinnert der Reitstall an frühere, sorglose Zeiten, bevor ihr Vater arbeitslos wurde. Mit seinem festen Einkommen konnte er ihr damals dieses Hobby finanzieren. Ich habe halt angefangen mit 6 Jahren. Da kam halt so das erste Mal, da saß ich bei einer Bekannten auf dem Pferd halt. Und seitdem halt war ich regelmäßig reiten. Das kam jetzt halt später, wo halt mein Vater meinte, ja, du kannst nicht mehr reiten gehen. Und alles halt da fing das erst an, so ja, warum nicht, weil wir kein Geld mehr dafür haben. Das macht dir einen Spaß und sowas. Und das einzige Hobby, was man eigentlich hat, nicht ausleben zu dürfen, ist halt scheiße. So schlimm. Am späten Nachmittag darf Angelina endlich selbst reiten. Kleidung und Stiefel hat sie sich geliehen. Es ist ein tolles Gefühl. Also dieses mit den Kindern, das macht mir alles sehr Spaß und alles. Und ich freue mich immer, wenn sie kommen und dann so freuen, so einfach nur glücklich sind. Aber wenn ich alleine bin und auch mal ausreiten kann und sowas, ist das auch schön. Da stelle ich mir immer vor, sie ist mein Pferd, mein Ein und Alles, mein goldener Schatz. Und dann denke ich mir mal, ich hätte viel Geld, da ein Pferd ja auch sehr teuer ist. Aber es ist halt so schön, auf ihr zu reiten, einfach den Stress von zu Hause vergessen. Aber wenn ich dann wieder später von ihr runter muss, dann ist das alles wieder vorbei. Da kommt die Realität auf mich zu. Ja, und dann bin ich halt immer traurig. Ja, ne, davon hast du dann mehr, ne? Ich nehme ja, nimm das, was du willst. Nach ein paar Wochen treffen wir Thiago und Luciano wieder. Mittlerweile waren sie einige Male im Schrebergarten und haben 14 Euro verdient. Für sie ein kleines Vermögen, das sie heute nach Schulschluss investieren wollen. 2 Euro. Hiervon etwas? Geld? Ja. Der roten. Hast du so viel Geld dabei? Ja. Ja? Ja, und den Rest noch von dem Mauernkram. Oh, ich hab nicht so viel Geld. Ja. Kein Problem.
Schlange. Hier. Nein. Du hast doch gefragt. Ja. Und Hannah? Dem Vater hat der Wunsch seiner Tochter keine Ruhe gelassen. Er hat mit vielen Ämtern telefoniert und einen Weg gefunden. Der Förderverein der Musikschule Rheinbach ermöglicht Hannah Geigenunterricht. Die Familie zahlt dafür monatlich 6 Euro. Hannas erste Stunde mit Frau Kapuczynska. Geige, Wut, wenn du böse bist, wenn du traurig bist und wenn du fröhlich bist, das kannst du alles auf der Geige darstellen. Wenn du die Geige magst und das ist dein Trauminstrument, dann kommt das ganz schnell. Okay? Super. Jetzt. Und dann noch eine Überraschung. Die Geige darfst du heute nach Hause mitnehmen. Okay? Gut, Hannah, das freut mich sehr, dass wir beide jetzt so was Schönes spielen. Das auch schöne Töne kriegen, ne? Okay. So, siehst du, Hannah, jetzt hast du eine Geige für dich und dann kannst du zu Hause schön üben. Auch wenn sie nur geliehen ist, ne? Und dann haben wir Spaß zu Hause. Ja. Hannah. Angelina, Luciano und Thiago. Vier von rund 2,5 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die arm sind und die alles dafür tun, damit ihr Leben später einmal besser wird. Ist jetzt halt schon cool, dass ich mehr machen kann. Ich habe jetzt halt Geld verdient, hab was ausgegeben, schmeckt und das motiviert mich halt auch, wenn ich jetzt Geld verdiene, dass ich besser in der Schule sein will, dass ich Arzt werden kann und dann später halt, wenn ich mal eine Familie habe, denen mehr bieten kann und auch selber ein Haus habe oder so. Wenn ich 20 oder 30 bin, dann stelle ich mir vor, dass ich auch mehr Geld verdienen kann und meinen Geschwistern, wenn die nicht so viel Geld haben, dann denen dann halt Situationen helfen kann und meinen Eltern auch.